Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es super weiche Milchbrötchen mit einer Oliven-Feta-Füllung. Und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht werden, dann bleibt dran. Für die leckeren Milchbrötchen benötige ich 450 bis 500 Gramm Mehl. Ich gucke mal, wie viel ich benutzen werde. Eine Packung Hefe, 200 Milliliter lauwarme Milch, 125 Gramm zerlassene Butter, 1 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 2 Eier. Von den Eiern bzw. von einem Eigelb habe ich mir so circa 1 Teelöffel abgezweigt. Das werde ich nachher über die Brötchen streichen und zwar zusammen mit 2 Esslöffel Milch. Und ganz zum Schluss, wenn die warm aus dem Backofen kommen, werden sie auch noch mit Butter bestrichen. Deswegen habe ich auch noch mal 2 Esslöffel zerlassene Butter. Für die Füllung habe ich hier einen Feta-Käse und ca. 10 bis 15 Oliven, die ich in Scheiben geschnitten habe. Und einen Teelöffel Thymian. Ich werde wahrscheinlich die Hälfte des Feta-Käse mit den Oliven vermischen. Und die andere Hälfte werde ich so lassen, beziehungsweise ich mache die Füllung einmal mit Feta-Oliven und einmal nur mit Feta, weil meine Tochter mag nicht so gerne Oliven, deswegen werde ich ein paar ohne Oliven machen. Das sind die Zutaten und jetzt können wir loslegen. So, ich fange mal an, indem ich die lauwarme Milch in die Schüssel gebe, den Zucker und eine Packung Hefe. Das rühre ich jetzt ein bisschen um und lasse es ca. 2-3 Minuten stehen. So, die Hefe ist jetzt aktiv, jetzt kann es weitergehen. Ich habe hier die zerlassene Butter, 2 Eier und das Mehl. Von dem Mehl habe ich 2 Esslöffel abgezweigt, weil ich mal gucken will, je nachdem, ob ich wirklich die ganze Mehlmenge benötige. In das Mehl tue ich jetzt das Salz rein, rühre es so ein bisschen um. Das kommt dann auch dazu. Das wird jetzt geknetet, bis es ein geschmeidiger Teig ist. So, der Teig ist jetzt fertig. Es ist ein weicher, geschmeidiger Teig. Der soll aber auch nicht fester sein. Ich habe das komplette Mehl benutzt, also ganz genau 500 Gramm Mehl. So, ich tue jetzt den Teig in eine Schüssel mit Deckel und lasse ihn eine Stunde lang gehen. Während der Teig geht, kann ich hier schon mal die Füllung zubereiten. Ich nehme einfach den Thymian und die Oliven in eine kleine Schüssel. Und die Hälfte von dem Feta. So, mein Teig ist jetzt wunderbar ganz toll aufgegangen und ich werde jetzt daraus ca. 20 Bälle formen. Teigbällchen habe ich jetzt soweit fertig gemacht. Jetzt nehme ich immer jeweils ein Teigbällchen und mache es, breite es mit den Fingern so ein bisschen aus. Und dann kommt ein Löffel von der Füllung rein. Und dann wird es wieder so zugemacht.
Hier wird es gut zugedrückt, damit es nicht aufgeht. Ein bisschen rollen und dann mit der Öffnungsseite nach unten auf dem Backblech tun. Brötchen ohne Oliven gebe ich eine etwas andere Form, damit ich sie später unterscheiden kann. So, die Milchbrötchen sind jetzt alle fertig. Ich werde die jetzt nochmal 20 Minuten in Ruhe gehen lassen. Und in der Zeit werde ich den Backofen schon mal vorheizen auf 180 Grad Umluft. Und wenn die Milchbrötchen ein bisschen hochgegangen sind, dann werde ich sie nochmal mit Eigelb-Milchmischung bestreichen und dann können die auch schon in den Backofen. Bis gleich. So, die Milchbrötchen sind jetzt schön aufgegangen. Ich hatte ja einen Teelöffel Eigelb abgezweigt von den Eiern und da tue ich jetzt 2 Esslöffel Milch dazu. Das wird gut umgerührt. Damit bestreiche ich jetzt die Brötchen. Die Brötchen sind jetzt fertig und kommen in den Backofen. So, die Milchbrötchen sind jetzt fertig. Ich werde sie jetzt mit der Butter bestreichen. Ihr müsst die auch wirklich einstreichen, wenn die Milchbrötchen ganz frisch aus dem Backofen sind, damit die Butter einziehen kann. Die werden dadurch sehr weich und werden auch wunderbar haltbar. Also morgen werden die genauso frisch sein wie heute. Also ich würde sagen, ein Esslöffel Butter würde vollkommen ausreichen. Das ist übrig geblieben. So, die super weichen Milchbrötchen mit der Feta-Olivenfüllung sind jetzt fertig. Sie sind wunderbar weich geworden und es duftet hier richtig ganz toll nach Butter. Ich kann es gar nicht erwarten, die zu probieren. Super lecker, probiert es unbedingt mal aus. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie die von innen aussehen. Ich werde sie einmal durchschneiden. Die sind super soft und lecker. Wenn ihr die jetzt im frischen Zustand ganz auskühlen lässt, könnt ihr die auch wunderbar einfrieren und dann bei Bedarf rausholen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.